Hi, ich bin's wieder, Chris. Wir kommen jetzt hier zum vierten Teil der Instagram-Ads-Serie. Im letzten Teil haben wir ja gemeinsam den Facebook-Pixel eingerichtet und jetzt in diesem Teil soll es mal um die Custom Audience gehen. Ja, fangen wir auch direkt mal an, ganz kurz vielleicht. Custom Audience heißt auf Deutsch einfach nur, wir geben es mal kurz ein, benutzerdefinierte Zielgruppe, also eine eigene Zielgruppe. Ja, wir gehen auch direkt mal wieder in unsere Beispielkampagne rein auf Bearbeiten und dann hier in den Bereich, in den zweiten Bereich Anzeigegruppe. So, und da haben wir jetzt hier unsere Zielgruppe und hier kann man ja dann eben mit den Werten von Facebook die Zielgruppe einstellen und für die Custom Audience können wir eben eine individuelle Zielgruppe, eine eigene Zielgruppe machen und diese basiert eben auf dem Pixel. Deswegen ist der Pixel ganz wichtig, was wir im letzten Teil hatten, um jetzt erstmal alles weitere überhaupt machen zu können. Weil der Pixel sammelt ja dann auf unserer Website Daten von unseren Website-Besuchern und eben auch von den Leuten, die über unsere Werbeanzeige, über unsere Instagram-Werbung auf unsere Website gekommen sind. Und damit wir jetzt diese Daten auch dann als eigene Zielgruppe für uns nutzen können, müssen wir eben eine Custom Audience anlegen. Ja, und das können wir jetzt hier auch machen. Da gehen wir hier auf Neu erstellen. Custom Audience, ja, was jetzt hier Lookalike Audience ist, das ist dann die echte Magie. Da wird es dann richtig geil, das kommt dann im nächsten Teil auch direkt. Und die Lookalike wiederum baut auf die Custom Audience auf. Also ohne Custom Audience keine Lookalike Audience. Und ja, dann gehen wir einfach mal rein hier. Hier steht dann nochmal eine Erklärung: Erreiche Personen, die bereits mit deinem Unternehmen interagiert haben. Also in dem Fall Menschen, die schon auf unserer Website waren. Die uns auch schon kennen eben somit. Ja, klick mal drauf. So, jetzt haben wir hier unsere Quelle. Ja, jetzt können wir natürlich hier ja, das nehmen, was eben für euch passt. Und wir nehmen jetzt mal ganz klassisch, was ich am meisten nehme, eben die Website. Und hier steht auch unten benötigt Facebook Pixel. Den braucht man dafür nämlich. So, und dann gehen wir drauf. So, und jetzt haben wir hier unseren Pixel, der auf unserer Website ist. Und jetzt können wir hier einmal einstellen, welche Personen wir einbeziehen möchten in diese Custom Audience. Da können wir entweder sagen beliebig oder alle Personen. Hier steht es auch nochmal drunter erklärt. Ja, ich lasse es meistens erstmal auf Standard. So, hier kann man dann noch einstellen die Tage. Also hier gib an, wie viele Tage Personen in deiner Zielgruppe verbleiben sollen, nachdem die für die Website angegebenen Besucherkriterien erfüllt wurden. Anschließend werden sie aus der Zielgruppe entfernt, es sei denn, sie erfüllen die Kriterien erneut. Also das wäre jetzt in unserem Fall hier eben alle Website-Besucher. Das heißt, alle, die unsere Website besucht haben, in den letzten 30 Tagen werden dann hier in unserer benutzerdefinierten, in unserer eigenen Zielgruppe gespeichert, also in unserer Custom Audience. Ja, und 30 Tage finde ich als Standardwert schon sehr gut. Das ergibt auch Sinn, weil ich habe am Anfang auch mal gedacht, weil hier steht der maximale Dauer 180 Tage, dachte ich mir so, ja, ich will ja keinen Besucher hier verlieren in meiner Zielgruppe, deswegen mache ich mal das Maximum und ich fand das eh doof, warum es da überhaupt eine Begrenzung gibt. Aber jetzt habe ich dann erstmal so später den Sinn verstanden, auch nach dem ein oder anderen Online-Kurs, den ich auch durchlaufen habe. Und zwar, ja, es ergibt in den meisten Fällen einfach nicht viel Sinn, wenn jemand eure Website vor einem halben Jahr besucht hat und ihr den dann hier noch in die Zielgruppe mit einbezieht. Weil mittlerweile hat er sich verändert, ihr habt euch verändert und er kann sich auch vielleicht gar nicht mehr wirklich an euch erinnern so. Und wenn er die da wirklich nur einmal besucht hat, dann ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen ist hier ein Monat, 30 Tage schon ein sehr guter Wert. Und ja, falls der Besucher auf eurer Website eben die Website ja vor 29 Tagen besucht hat und dann am 30. Tag eure Website dann nochmal besucht, dann wird es wieder zurückgesetzt, dann bleibt ihr hier weiterhin in eurer Zielgruppe, in eurer eigenen, in eurer Custom Audience. Ja, und man kann natürlich alle Webseitenbesucher mit reinnehmen, aber was natürlich meistens Sinn ergibt, um hier besser zu unterscheiden, weil so hat man ja auch alle hier drinne, die nur die Website besucht haben und nach einer Sekunde schon wieder verlassen haben. Und wir wollen natürlich aber die, ja, unsere, wirklich unsere Community, unsere Leads oder unsere
Kunden sogar hier drin haben, weil das sind natürlich die, ja, die Menschen, die wir brauchen und von denen wir gerne mehr möchten. Und deswegen gehen wir jetzt hier auf Personen, die bestimmte Webseiten besucht haben. Also auf unserer Website, die da bestimmte Seiten besucht haben. Und da man ja meistens einen Funnel hat mit Landingpage, Bestätigungsseite, Danke-Seite, ist natürlich die Danke-Seite hier entscheidend, weil wenn der Besucher auf der Danke-Seite ist, dann hat er Folgendes gemacht. Er hat sich bei euch eingetragen mit seiner E-Mail-Adresse oder er hat bei euch auf der Website ein Produkt gekauft. Und da gibt man dann hier halt eben die URL an und hier steht auch URL enthält. Die URL müsst ihr nicht nochmal angeben, weil ihr habt ja hier schon euren Pixel und der kennt ja eure Standard-URL. Bei mir ist ja meine Standard-URL affiliategepart.com, das ist ja meine Website. Und wenn jetzt eben affiliategepart.com/danke ist bei mir meine Danke-Seite, wenn sich eben meine Besucher bei mir eingetragen haben mit ihrer E-Mail-Adresse, kommen sie dann später auf meine Danke-Seite. Deswegen muss ich dann jetzt hier einfach nur dieses Danke eingeben, weil ja bei mir hinten in der URL affiliategepart.com, kennt ja Facebook schon wegen dem Pixel, und dann /Danke einfach nur dran steht. Deswegen muss ich hier nur das Danke eintragen in meinem Fall. Wenn ihr hier was anderes habt, Erfolg oder was weiß ich, weil es erfolgreich war, die Anmeldung oder sowas, je nachdem wie eben die URL von eurer Danke-Seite aussieht, dann müsst ihr natürlich hier das eintragen. In meinem Fall ist es eben Danke, weil ich das so genannt habe. Das kann bei euch ganz anders sein. Ja, jetzt kann man hier noch weitermachen und kann auch noch sagen, und zusätzlich noch Leute, die noch andere Seiten besucht haben. Man kann auch oder machen, da muss man hier oben auf alle stellen. Vergesst das. Weiter verfeinern nach. Hier oder. Hier ist direkt oder. Das war früher mal, glaube ich, ein bisschen anders. Hier ist direkt oder. Das heißt, man kann es hier auch noch theoretisch, ich mache es meistens nicht, weil es ergibt meistens keinen Sinn. Ich will euch nur zeigen, was noch theoretisch gehen würde. Man könnte jetzt hier auch noch oder noch eine andere Seite hinzufügen. Zum Beispiel die auf der Bestätigungsseite waren. Und dann würden alle hier in die Zielgruppe sein, die entweder auf eurer Danke-Seite oder auf eurer Bestätigungsseite waren. Wenn man halt und macht, dann müssen beide Bedingungen erfüllt sein. Also die müssen dann auf eurer Danke-Seite und noch auf einer anderen Seite gewesen sein, damit die hier reinkommen in die Custom Audience, in eure Zielgruppe. Ja, aber die Danke-Seite ergibt hier schon am meisten Sinn. Genau. Und hier könnt ihr die dann noch benennen. Eure Zielgruppe, solltet ihr natürlich dann auch in Namen nehmen, dass ihr die wiederfindet. Also jetzt in meinem Fall, ich muss gleich mal gucken, wie ich meine ganzen Zielgruppen benannt hatte. In meinem Fall würde ich halt hier hinschreiben, Affiliate gepaart, wie eben meine Website heißt. Danke Seite Besucher. Auf jeden Fall, dass ihr genau wisst, was das für eine Custom Audience ist, was das für eine Zielgruppe ist. Das ist ganz wichtig, dass ihr hier intern nicht durcheinander kommt und dann irgendwas nicht klappt. Das wäre ja ärgerlich. Ja, und da müssen wir nur noch auf Zielgruppe erstellen gehen. Man kann natürlich jetzt auch noch hier eine Zielgruppe machen, für Leute, die eben nicht auf eurer Danke-Seite waren. Dann könnte man hier machen, enthält nicht Danke. Das wäre dann genau das Umgekehrte. Also sie haben eure Website besucht, haben aber den Prozess nicht abgeschlossen und waren nicht auf eurer Danke-Seite. Und dann könnte man dann die mit einer Remarketing-Kampagne eben mit Werbeanzeigen explizit diese, die schon auch auf eurer Website waren, aber nicht die Danke-Seite besucht haben, explizit nochmal ansprechen. Aber mehr Sinn ergibt es eigentlich für eine Remarketing-Kampagne, wenn wir hier das enthält, wie eben, standardmäßig nehmen. Für die Leute eben, die schon auf unserer Danke-Seite waren, um die dann eben später mit einer Remarketing-Kampagne wieder ansprechen zu können mit unseren Werbeanzeigen für andere Angebote. Weil die hier, die sind ja wärmer mit uns als die hier, die noch nicht auf unserer Danke-Seite waren. Weil die hatten ja irgendeinen Grund, dass ihnen irgendwas nicht gefallen hat und die vorzeitig abgesprungen sind, bevor sie sich eben bei uns eingetragen haben oder
ja, ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben oder bei uns gekauft haben. Und man will ja im Normalfall nicht den Leuten hinterherrennen, sondern man will ja die passenden Leute haben, die einen auch gut finden. Deswegen finde ich das hier so besser und das hat man eben auch schon, deswegen lassen wir das so und so mache ich das auch meistens und so habe ich das auch von vielen erfolgreichen Online-Marketing und Affiliate-Marketern gehört und gelernt. Ja, dann Zielgruppe erstellen. Ich mache es jetzt einfach mal, ich darf nur nicht vergessen, das nachher wieder rauszulöschen. So, es wird dann wirklich angeboten, Werbeanzeige erstellen, haben wir ja schon gemacht in den letzten Teilen. Und dann hier eben auch Lookalike Audience, wie gesagt, da geht es im nächsten Teil drum. Und jetzt hier in unserer Werbekampagne, im zweiten Teil bei der Anzeigegruppe, können wir jetzt hier bei der Zielgruppe die Custom Audience eben hier einstellen. Es wurde jetzt schon automatisch ausgewählt. Genau, und dann ist es eben diese Zielgruppe. Ja, ansonsten findet ihr die hier bei Business Tools, dann Zielgruppen. Und da habt ihr dann nochmal alles schön in der Übersicht. Hier Art, Custom Audience. Hier ist die wir eben erstellt haben. Ja, ihr seht schon beim Namen, genau, habe ich so gemacht hier in meinem Fall, Affiliate gepaart, eben meine Website oder mein Projekt. Dann als zweites habe ich es bei mir so geregelt, dass ich mich auskenne mit dem Namen. Ja, was ist das für ein Besucher? In dem Fall ist es hier einer, der nur geviewt hat, also ein View, der nur sich die Website angeguckt hat, aber nichts weiter gemacht hat. Und hier dann eben auch wieder von meiner Website Affiliate gepaart. Ein Lead, also der eben sich eingetragen hat und der auch dann die Danke-Seite besucht hat, was wir eben ja eingestellt haben. Und dann dahinter schreibe ich dann immer noch, wofür ist diese Custom Audience? In dem Fall ist diese Custom Audience dann für eine Lookalike, also dass wir, wie gesagt, kommt dann im nächsten Video. Und eben auch für Remarketing, dass man eben die Leute hier aus der Zielgruppe, die eben sich eingetragen haben, wieder ansprechen kann mit anderen Werbeanzeigen für andere Aktionen, Produkte und so weiter. Ja, genau. Und hier kann man die auch jederzeit bearbeiten. Man kann die auch jederzeit löschen. Ich lösche jetzt mal die hier weg, die wir gerade angelegt haben. Hier mit einem Haken rein und dann einfach auf Löschen gehen. Hier sieht man auch das Erstellungsdatum. So, das ist die von eben. Also löschen wir kurz raus. Gut. Ansonsten, wenn man die bearbeiten will, klickt man drauf. Und geht dann hier auf Bearbeiten. Hier sieht man dann schon mal eine Übersicht. Na ja, und so sieht das hier bei mir aus. Im Prinzip genauso, wie wir es eben auch bei der neuen Custom Audience eingestellt haben. Ja, ansonsten eine zweite Custom Audience. Ihr seht sie hier auch bei mir. Die habe ich bei mir Instagram Interagierer genannt. Also Leute eben, die auf meinem Instagram Profil schon mal mit meinem Instagram-Profil eben interagiert haben oder mit mir. Also die was geliked haben von mir, was kommentiert haben von mir, was geteilt haben, alles sowas. Weil gerade hier für Instagram-Ads ist das natürlich auch eine sehr coole Sache. Und das geht eben so, da können wir jetzt hier direkt auch gleich wieder eine neue Zielgruppe erstellen. Wieder Custom Audience. Und dann können wir jetzt hier auf Instagram-Konto gehen. Hier steht auch, erstelle eine Zielgruppe aus Personen, die dein Profil, deine Beiträge oder Werbeanzeige auf Instagram gesehen oder damit interagiert haben. Das ist auch richtig cool. Du brauchst dafür ein professionelles Instagram-Konto. Wie man das umstellt, habe ich euch im ersten Teil der Serie hier schon gezeigt. Könnt ihr euch ja gerne noch angucken. Und du brauchst dafür nur ein professionelles Konto, genau, was entweder ein Business- oder ein Creator-Konto sein kann. Ja, da gehen wir drauf. Wählen dann hier unser Instagram-Konto aus. In meinem Fall dann ist natürlich hier Affiliate gepaart. Und dann ist jetzt hier standardmäßig 365 Tage drin, ein Jahr. Ich lasse ganz gern hier standardmäßig. Das ist dann meist schon ganz gut hier bei solchen Werten. So, und jetzt kann man hier noch einstellen, jeder, der mit deinem Instagram-Konto interagiert hat, also jeder Mensch, der eben irgendwas auf eurem Instagram-Profil gemacht hat, entweder geliked oder kommentiert oder was geteilt hat und so weiter. So, dann kann man hier noch spezieller einstellen, jeder, der das Konto, der euer Instagram-Konto besucht hat, euer Profil,
Das ist dann schon ja relativ allgemein. Also wird eine relativ große Zielgruppe dann. Oder dann hier Personen, die mit einem Beitrag oder einer Werbeanzeige interagiert haben. Das finde ich schon besser. Weil das sind dann schon so die echten Fans, so mit denen ihr auch was anfangen könnt. Und mit denen wir dann auch, auf die wir dann auch aufbauen können mit einer Lookalike-Audience. Mit der wir dann ähnliche Menschen raussuchen lassen von Facebook. Für unsere Werbeanzeige. Oder dann hier noch Personen, die euren Beitrag oder eure Werbeanzeige gespeichert haben. Da gibt es ja so ein Symbol bei Instagram, da kann man Beiträge speichern. Das ist natürlich auch sehr gut. Das machen auch nur die wenigsten. Also das wäre dann hier auch schon eine sehr kleine Zielgruppe, aber auf jeden Fall eine sehr warme. Eben Leute, die wirklich das gut finden, was ihr da so macht auf Instagram. Ja, ich guck mal kurz, aber bei mir müsste es hier das gewesen sein. Personen, die eben interagiert haben, also die, da steht es auch nochmal aufgelistet, gefällt mir, gedrückt haben, kommentiert haben, was gespeichert haben, sich was angesehen haben, die auf einen Button getippt haben oder was geteilt haben, genau. Alles das zählt ihr dazu. Ja, das wählt man dann aus. Ganz einfach hier. Und dann gibt man dann wieder einen aussagekräftigen Namen. In meinem Fall war es jetzt einfach nur Instagram interagiere. Klar, ich könnte es wieder noch hinschreiben, Affiliate gepaart, dass ich auch weiß, dass es der Instagram-Account war. Aber im Moment tue ich eh nur für das Projekt Affiliate gepaart hier in dem Werbekonto Werbung machen. Deswegen reicht es für mich jetzt so, aber ja, besser und genauer ist natürlich noch, wenn ihr hier dann noch euren Instagram-Namen dazu schreibt. Ja, dann bearbeiten wir nochmal meine bestehende Instagram-Custom-Audience. Genau, und ihr seht, ich habe es hier damals schon genauso eingestellt, wie wir es eben gemacht haben. Also Personen, die eben mit einem Beitrag oder einer Werbeanzeige von mir interagiert haben, kommen hier rein. Ja, und das war dann jetzt auch schon so alles. So die wichtigsten Punkte, die ich kenne für eine Custom Audience, für Instagram Ads speziell. Und ja, da haben wir jetzt schon mal eine gute Basis. Und im nächsten Teil geht es dann richtig ab mit der Lookalike Audience. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr selbst schon eine Custom Audience habt für eure Instagram Ads oder ob ihr da vielleicht noch irgendwelche Tipps habt. Und ansonsten bei Fragen könnt ihr natürlich jederzeit gerne auch kommentieren. Dann können wir uns gegenseitig helfen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Teil. Ich bin jetzt mal raus. Ciao, euer Chris.